Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit dem Glidicer, der Glidicer, das heißt also der frohe Würfel, ist ein Handspiralschneider. Es ist ein 3-in-1 Gerät, es ist ein Gemüseschneider, ein Veggie-Spiralschneider, zum Beispiel Zucchini-Spaghetti-Maker. Natürlich könnt ihr alle anderen Produkte dort auch spiralisieren, spaghettirisieren, slicen, lalalala. Denn dieses Gerät ist ein 3-in-1 Freund. Für kohlenhydratarme vegane Mahlzeiten geeignet. Ich weiß nicht, man könnte eventuell, ja gut, man könnte wahrscheinlich Hähnchen, wenn ihr das jetzt nicht vegan unbedingt haben wollt, also Hähnchen könnte man bestimmt garen und dort auch slicen. Das würde vielleicht auch noch gehen. Es muss aber schnibbelbar sein, halt, es muss so eine Konsistenz haben wie Zwiebeln oder wie Gurken oder wie Möhrchen etc., sowas in der Art. Die Klinge des Spiralschneiders besteht aus hochwertigem Edelstahl. Aufgrund seiner kompakten Größe nimmt er sehr wenig Platz in unserer Küche ein und liegt gut in der Hand für präzises und sicheres Schneiden. Dadurch, dass es keinen Strom braucht, der Glidicer Handheld Spiralizer braucht keinen Strom. Das bedeutet, wir können ihn auch unterwegs einsetzen. Sprich, wir brauchen das Ding auch gut beim Camping zum Beispiel oder Outdoor-Aktivitäten. Der Deckelteil des Gemüsespiralschneiders schützt unsere Finger beim Gebrauch vor Verletzungen, wenn wir zu nah an die Klingen kommen sollten. Was uns dadurch hilft, Gemüse leichter zu drehen und zu schneiden. Und es verhindert auch Abfall. Ja, oh yeah. Und dadurch kriegen wir auch noch mehr zerkleinertes Gemüse unten raus. Wir drehen ganz einfach den Knopf am unteren Ende des Glidicer und können dort die Modi ändern. Wir schneiden zum Beispiel schnell und effizient Obst und Gemüse in drei verschiedenen Größen, von gleichmäßigen und lockeren Nudeln und bereiten uns ein gesundes und leckeres Gericht zu. Das, was wir gerne haben wollen. Oh yeah. Also da kommen so Nudeln raus, so spaghettiartige Konstrukte. Wirklich voll geil für einen Salat und auch fürs Kochen, fürs Garnieren, fürs Anrichten. Super nicer. Dieser Zucchini-Spiralisierer nimmt kaum Platz ein. Offenes Design für langes und rundes Gemüse geeignet. Perfekt für die Zubereitung von kohlenhydratarme vegetarische Nudeln mit Karotten, Zucchini, Gurken, Rüben und viele andere gesunde Gemüsesorten. Wir reinigen den Spiralschneider schnell und easy mit fließendem Wasser. Der Gemüsespiralisierer ist klein, nimmt wenig Platz ein und das kompakte Design passt perfekt in die Küchenschublade, Leute. Ihr seht also, wir machen im Handumdrehen eine vegane Mahlzeit und das mit einem Hauch von Kinderspiel. Möchten wir mehr Gemüse in unseren täglichen Mahlzeiten? Oh yeah! Möchten wir aber die Zeit für die Zubereitung von Gemüsegerichten verkürzen? Oh yeah! Dieser Spiralschneider hier macht die Zubereitung von Gemüsegerichten zum easy peasy, easy peasy thing. Wenn wir Gemüse spiralisieren wollen, dauert es nur wenige Sekunden. Perfekt für die Zubereitung von schönen Salaten, Gemüsetoppings oder gesunden Snacks. Wir genießen vegetarische Nudeln mit unseren Kiddies. Wenn wir, wie die meisten Eltern auf der Welt, wissen, dass die Kiddies Gemüse brauchen, aber die Kiddies irgendwie andere Pläne haben, die lieber Fastfood essen oder sowas, dann können wir sie ein wenig übertricksen, indem wir Pasta machen, aber aus Gemüse. Das bringt ein positives Feeling in die Family und ein Gesundheitsbewusstsein. Ganz easy. In der Anwendung ist er natürlich auch. Er ist leicht zu reinigen und sicher zu benutzen. Der handgeführte Spiralgemüseschneider hält Lebensmittel sicher und schont unsere Hände. Der Griff an der Kappe ist leicht zu greifen und ermöglicht es uns, die Enden vom Gemüse zu handhaben. Und zwar einfach zu handhaben. Ihr müsst sehen, da drinnen, um etwas zu schneiden, ist natürlich eine Klinge angebracht, die aus Edelstahl gefertigt ist. Wenn man dieser Edelstahlklinge zu nahe kommt, mit den Fingern zum Beispiel, oder mit der Zunge oder mit anderen Körperteilen, dann kann es auch dort zum Schnitt kommen.
Deshalb ist hier ein Griff mit dabei. Dieser Griff hält uns nämlich fern von der Klinge. Sehr nice. Der Gledeisse kommt in einer coolen Verpackung daher. Denn der Gledeisse wird hier vernünftig dargestellt, finde ich. Wir haben hier auch die einzelnen Steps installiert und sehen auch, was wir alles machen können. Hier, ne, wir können zum Beispiel unterschiedliche Arten der Präparation setzen. Das ist zum Beispiel, wir machen solche Blätter, also das sind so Schlitzzeugs. Dann können wir hier so ein bisschen Spaghetti-Essig unterwegs sein und hier ein bisschen Griffelter. So cool ist nur der Gledeisser. So, wir ziehen uns das Ding jetzt mal rein, wie das in der Verpackung daherkommt. Es ist schon mal in Pappe verpackt. Wir haben ein wenig Kunststoff drum, okay. Und hier sehen wir, es ist grün für Veggie, klar, ne? Das soll das assoziieren. Hier oben haben wir Nippel dran, 2, 4, 6, 8 Nippel. Die Nippel sind dafür da, um in das Gemüse zu penetrieren als Griff. So, jetzt fühlen wir mal den Kunststoff. Okay, man spürt, dass es Kunststoff ist, aber er ist vernünftig gefertigt. Wir haben jetzt keine scharfen Kanten, außer die Spikes. Die Spikes müssen aber scharf sein, um natürlich etwas zu schwabbeln von uns. So, hier ist unten das Oben. Ne? Hier kommt das so drauf. Ne? So, ja. Ne? Da kommt der Deckel drauf. Sprich, das Gemüse kommt von hier oben. Ne? Hier oben kommt das Gemüse, wird da reingedrückt. Hier einspannen, hier reindrücken. Und hier ist die Klinge, die dann unser Gemüse schnibbelt. Okay, Schnibbel. Und hier unten haben wir dann noch die zwei Modi-Freunde. Alles klar, oder? Ne, kommen wir klar. Kommen wir ganz klar. Hier unten ist der Bereich, wo das Schnittgut dann rauskommt. Und hier haben wir vorgefertigte Presets. Das ist erstmal der Default-Modus, also der nur Schlitzmodus. Dann können wir wechseln zu Mode Number One. Dann kommen hier 1, 2, 3, 4 Klingen raus. Also aufpassen beim Saubermachen. Hier sollten wir jetzt nicht mit dem Finger drüber ratschen, denn hier schnibbeln wir uns wirklich ganz gut in die Fingers dann rein. Hier schnibbeln wir uns Haut ab, wenn wir darüber richtig schnell ratschen. Und hier schnibbeln wir uns tiefe Furchen rein. Also aufpassen. Auch hier genau das gleiche Vorgehen. Drehen, 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 drehen. Und dann wird hier nämlich aus dem, flachen Band, ne, wird dann ein Band mit 1, 2, 3, 4, 5 Bändern. Das heißt also, hier kommen schon die ersten spaghettiartigen Teile raus. So, und dann haben wir Preset Number 2, also Nummer 0, 1 und 2 ist da. Da kommen hier noch weitere Freunde raus. Ne? Der, der und der und der. Und dadurch wird natürlich dann noch mehr, Kauderwelsch geballert, also mehr Schnitte vollzogen, weil die sind ja, hier ist eine runde Bewegung. Das heißt also, dort wird noch mehr rausgecuttet von dem, was dann hier abgeschnitten wird. Und dadurch haben wir dann nämlich hier dieses, das sieht man hier ganz gut, haben wir nämlich dann hier noch feineres geschnittene. Okay, also erstmal kommen Scheiben beim Default Mode, dann kommen die Spaghetti und dann kommen die Spaghetti nur fein. Sehr cool. Zur Anwendung selber, wir können dieses Teil hier auch lösen, wenn ich das sehe. Ne, das können wir abnehmen. Habt ihr gesehen? Hier sind solche Einbuchtungen, die können wir dann einloggen. So, zack, eingeloggt. Vernünftig in Position gepasst, zack, raus und wieder raus. Ne? Geschirrspülmäßig würde ich die beiden Sachen würde ich in den Geschirrspüler packen. Das hier nicht. Warum? Weil hier ja Metallteile dran sind. Die würden in der Geschirrspülmaschine stumpf werden. Das glaube ich wäre nicht sinnvoll. Das heißt, das hier einfach nur unterfließt. Im Prinzip können wir alles unter fließendem Wasser abwaschen. Aber wer unbedingt Geschirrspüler haben möchte, die beiden könnte man reintun. Dieses hier sollte man nicht reintun. Aber generell gilt, wenn ihr nur Vegetables macht, könnt ihr das einfach mit fließendem Wasser danach abwaschen und fertig ist das. Ganz einfach. Also das ist wirklich ganz einfach. So, wieder zusammengebaut. Zack, ist der Gledeisser Handheld Spiralizer fertig für die nächste Action. Sehr cool, sehr smart, sehr intuitiv zu bedienen und vor allen Dingen gut. Ganz einfaches Schneiden des Gemüses in die richtige Länge. Wir drehen den Knopf, um die Klinge auszuwählen. Dann halten wir den Spiralschneider und drehen dann den Deckel, um das Gemüse spiralförmig zu schneiden. Und danach machen wir ein gesundes und leckeres Gericht, das, was wir wollen.
Das ist der Handspiralschneider Glidicer 3-in-1 Gemüseschneider. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.